Memmer TV, das regionale Fernsehen, schon fast drei Jahrzehnte in der Region, Bruckmützzuschlag und darüber hinaus mit Berichten und verschiedenen Beiträgen auf den TV-Schirmen der Kabelbetreiber und auch auf YouTube im Internet zu sehen, bekam Besuch im Memmer TV Studio Bitz Kapfenberg. Vom Landtagsabgeordneten und Bürgermeister der Marktgemeinde Thurnau, Stefan Hofer, begleitet vom Vizebürgermeister Bertolt Strobel sowie für die Kommunikation und Projektmanagement zuständige Julia Hirtner. Und da lag natürlich die Frage, wie wichtig regionale Berichterstattung zu bewerten ist, an Stefan Hofer zu stellen, auf der Hand. Sehr bedeutsam, weil sie uns helfen, als regionale, kommunalpolitische, aber auch regionalpolitische Verantwortungsträger unsere Themen, die wichtig sind, an die Menschen zu bringen. Und da sind wir in unserer Region wirklich in der glücklichen Lage, ein breites Feld von gut aufgestellten regionalen Medien zu haben. Und Memmer TV ist ein wesentliches Medium schon seit vielen, vielen Jahren. Gesprächsthema war auch der SPÖ-Landesparteitag in Kapfenberg, worüber auch Memmer TV berichtet hat. Und da auch die Frage, wie haben Sie diese Veranstaltung erlebt? Anton Lang wurde ja mit fast 82% bestätigt. Also ich freue mich, dass wir mit dem Anton Lang einen hervorragenden Spitzenkandidaten als steirische SPÖ haben, der, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen hat, die Nummer-1-Position für uns in der Steiermark zurückzuholen und wieder ein sozialdemokratischer Landeshauptmann in diesem Bundesland werden kann. Ich glaube, das wäre für die Steiermark insgesamt sehr, sehr gut. Und ich freue mich auch, dass ich ihn unterstützend begleiten darf und ich werde auch wieder für die nächste Landtagswahl kandidieren. Nun, wie schätzen Sie den Bundesvorsitzenden der SPÖ, Babler, ein? Andreas Babler hat seine eigenen Zugänge, was bundespolitische Themen betrifft. In der Steiermark haben wir einen pragmatischen Zugang, den Anton Lang vorgibt und hinter dem stehe ich sehr stark. Dass auch die Studioarbeit von Interesse war, denn alles, was auf den TV-Schirm kommt, muss vorher bearbeitet werden. Und der Blick durch die Kamera gehört einfach dazu, wenn man sich in einem TV-Studio befindet. Stefan Hofer ist ja nicht nur im Steirischen Landtag, sondern auch Bürgermeister der Marktgemeinde Thurnau. Und da sind wir auch schon mitten in unserer Aufgabe der regionalen Berichterstattung. Daher die Frage, was wird alles passieren in der Marktgemeinde Thurnau 2024? In Thurnau ist es so, dass wir heuer 2024 über 50 Vorhaben durchführen möchten in den unterschiedlichen Bereichen. Ein großes Projekt im Bereich der Infrastruktur wird die Sanierung der Landesstraße nach Görriach sein. Da werden 1,6 Millionen Euro in Summe investiert werden von Land Steiermark und Gemeinde Thurnau gemeinsam. Wir werden drei Projekte umsetzen, um neues Leben im Ortszentrum von Thurnau zu ermöglichen, gemeinsam mit unserem Partner der Enstaler Wohnbaugruppe. Wir werden auch, was das Ortszentrum, die Gestaltung des Ortszentrums in Thurnau betrifft, einige Akzente setzen können hier auch auf den ehemaligen Bayer Gasgarten in Zukunft des Gemeinde zurückgreifen, den wir langfristig gepachtet haben. Und wir haben auch einige Feierlichkeiten, die wir heuer begehen können. Unter anderem feiert unsere Feuerwehr 150 Jahre, wird ein neues Tanklöschfahrzeug bekommen. Unser Musikverein wird 120 Jahre alt. Es wird eine Show mit den Shaolin-Mönchen geben und auch eine Bundesheerangelobung gibt es heuer in Thurnau. Man muss aber festhalten, auch die sozialen Aspekte werden in Thurnau nicht außer Acht gelassen, sprich Sozialbonus. Es ist so, dass wir natürlich als sozialdemokratisch geführte Gemeinde sagen, das soll auch einen dementsprechenden Schwerpunkt in unserer Arbeit einnehmen. Das ist es, das nimmt es in Thurnau zweifelsohne ein. Und ein wesentlicher Aspekt, eine wesentliche Initiative in diesem Zusammenhang war die Einführung des Thurnauer Sozialbonus im Vorjahr. Heuer gibt es den wieder und es ist eine ganz wichtige Maßnahme in Zeiten der Krise, in Zeiten der massiven Teuerung. Und die Thurnauerinnen und Thurnauer greifen gerne auf diesen Bonus zurück. Wobei ich sagen möchte, mir wäre es natürlich lieber, wenn dieser Bonus nicht ausbezahlt werden müsste, weil es den Menschen in Summe besser gehen würde, aber das ist leider momentan nicht der Fall. Memmer TV-Inhaber Wolfgang Koenig hat den Besuch im Studio insofern als sehr wichtig empfunden, weil die Zusammenarbeit dadurch wesentlich erleichtert wird. Ja, war toll, wieder mal den Stefan hier im Hause zu begrüßen. Wir haben ihm das Studio gezeigt, haben ihm ein bisschen auch über die Geschichte erzählt und was wir noch vorhaben und er war natürlich sehr beeindruckt. Memmer TV ist aber nicht nur Fernsehen, sondern mit der Zeitschrift Hochsteirer auch in den Printmedien vertreten.
Ja, genau. Also es gibt ja nicht nur MEMA TV, das regionale Fernsehen, sondern zu uns dazu gehört ja auch der Hochsteirer, das Hochsteirer Magazin. Und wir wollen auch da noch Akzente setzen für heuer und viele neue Themen unterbringen.